alle Firmen weggestossen, haben wir Microsoft Teams Telefonie einführen. Wir haben eine alte Telefonanlage, die wir sowieso ablösen mussten. Wir haben einen Partner gesucht, der uns hier begleitet und haben das Projekt gemeinsam in Angriff nehmen. Wir sind mittlerweile gut 500 Leute gesamthaft im Gesamtunternehmen. Hauptstandort hier in Bossau mit Produktionen, mit der Holzindustrie und dann verschiedene Niederlassungen in meinem Raum, Benelux-Staaten, Österreich, Deutschland. In Blumenlehmann sind wir halt auf verschiedenen Geschäftsbereich auch ein bisschen unterwegs. Wir sind nicht ein klassischer Dienstleister wie eine Bank oder eine Versicherung. Wir sind im Baugewerbe tätig, wir sind in der Holzindustrie tätig. Und das gibt halt gewisse Herausforderungen an eine Telefonie mit Produktionsbetrieb, mit Schichtbetrieb, mit Büroarbeitsplätzen, wo wir eine sehr grosse Bandbreite an Anwendung von Telefonie, vor allem auch in den Produktionen, bei in lauten Produktionen. Wir sind schon auf der Schiene Microsoft 365 unterwegs gewesen, also sprich Teams im internen Gebrauch haben wir schon kennt. Ich glaube, der Vorteil aus Sicht Büromitarbeiter vor allem, der ist definitiv nicht von der Hand zu weisen. Es ist nur ein Tool, es ist eine Applikation. Man hat es auf dem PC mit Headset und so weiter sind wir schon unterwegs gewesen, in den Büros. Die Herausforderung liegt sicher oder sind vor allem dort gelegen, dass man die Teams-Telefonie auch in den Produktionsbetrieb eingeführt hat. Für alle Mitarbeiter. Auch da ist problemlos gegangen, weil das wäre bei jeder neuen Telefonielösung der Fall gewesen. Es war ein Trag gewöhnen gewesen, aber die Akzeptanz, sodass das ein grosser Teil der Firma, dass man mit dieser Applikation schon unterwegs ist, hat natürlich auch vor allem im Bereich Schulungen geholfen. Austausch unter den Mitarbeitern. Wie bedient man das Gerät oder die Applikation? Das waren sicher grosse Vorteile gewesen. Grosse Vorteile waren auch, dass man die ganzen Umleitungsgeschichten, Abwesenheitsmeldungen usw. wo man früher auf der Telefonanlage zentral verwalten und einstellen, heute sehr individuell gestalten und einfach bedienbar sind. Und ich glaube, da ist der Zugang zu so einer Applikation heute definitiv einfacher als noch vor 10 Jahren. Wie wir Magenstoss haben wir aus verschiedenen Punkten schon kennt. Also haben sich die Kontakte ergeben und hat immer eine gute Partnerschaft gehabt. Und wenn man gerade jemanden an der Hand hat, der sich mit dem schon auskennt, wieso nicht? Die Zusammenarbeit war sehr gut, sehr effizient. Termine haben wir einhalten, Budget haben wir einhalten. Die Zusammenarbeit war sehr angenehm und effizient. Also ich würde sagen, rundum eine erfolgreiche Geschichte und Umsetzung.